Tom und Jerry sind ein ungleiches Duo und haben schon Generationen von Kindern unterhalten. Auch ich weiß noch genau, wie ich immer auf den ZDF den Folgen entgegengefiebert habe. Es gibt natürlich auch Filme zu den beiden. Wie schlägt sich die Versoftung dazu? Was taugt Tom & Jerry 2 The Movie für den Game Boy heute noch? Das Spiel wurde von Beam Software entwickelt und von Hi-Tech Bounce 1993 veröffentlicht. Seltsamerweise hat das Spiel in jeder Region einen leicht anderen Namen. In den USA hieß es Frantic Antics und in Japan nur ganz schlicht Tom & Jerry Part 2. Das Spiel ist eine Lizenzversoftung. Bei solchen Titeln ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass es ein Plattformer ist, und das trifft hier auch zu. Kommen wir also zu der Frage, sticht das Spiel mit irgendeiner Idee aus der großen Masse wenigstens heraus? Die Antwort ist ein eindeutiges und klares Jein. Die erste Besonderheit bei einem Tom und Jerry Spiel ist, dass die beiden nicht gegeneinander arbeiten, sondern zusammen. Eine weitere Besonderheit ist, dass ihr für einen Plattformer in eurer Aktionsvielfalt relativ eingeschränkt seid. Ihr könnt mit einem Knopf natürlich springen. Das war's dann aber auch fast. Einen Angriff gibt es nicht. Den braucht ihr auch nicht, da das Ziel des Spieles ist, in jedem Level bis ans Ende zu kommen und dabei den Gefahren auszuweichen. Es ist im Prinzip eine Art Hindernisparcours mit eingestreuten Rätseln in den Leveln. Wobei Rätsel hier vielleicht zu hoch gegriffen ist. Ihr müsst euch halt den richtigen Weg bahnen und der ist nicht immer unbedingt geradeaus. Wenn ihr in Hindernisse reinrennt, wird euch zum Glück nur ein kleiner Teil eurer Lebensenergie abgezogen. Den Balken könnt ihr dann durch das Einsammeln von Fischen bei Tom und Keksen bei Jerry gering wieder auffüllen. Auch gibt es natürlich etwas verstecktere, besondere Sachen zum Einsammeln, wie Sterne, die euch eure komplette Lebensleiste wieder auffüllen, Extra-Leben und so weiter. Insgesamt werdet ihr auf diese Art durch 10 unterschiedliche Level gelotst, die dann natürlich auch thematisch immer etwas anders aussehen. Klingt da jetzt erst einmal gar nicht so schlecht. Endlich mal ein Plattformer, der den Fokus auf etwas anderes setzt. Jedoch hat das Spiel Probleme im Detail. Die Steuerung fühlt sich etwas, naja, rutschig an. Für so eine Art von Spiel hätte ich mir ein knackigeres Handling der Figuren gewünscht. Daran gewöhnt man sich aber. Dennoch der Aufbau der Level. Hier und da kommt es immer wieder zu kleineren Designfehlern wie nicht einsehbare Sprünge und so weiter. Lernt man die Level aber kennen, ist das auch kein großes Problem mehr. Immerhin gibt es aber auch ein Passwortsystem und ihr müsst so nicht immer von ganz vorne starten. Zusammengefasst erwartet euch hier ein Plattformer mit einem etwas anderen Ansatz, der kleinere Schwächen im Detail hat. Die Grafik ist durchaus solide und liebevoll gestaltet. Die Sprites sehen super aus und die Umgebungen sind abwechslungsreich gestaltet. Das Sound hingegen ist allerdings nicht so gut geraten. Die Musik wiederholt sich einfach viel zu oft und geht euch daher relativ schnell auf den Keks. Was taugt Tom & Jerry 2 The Movie für den Game Boy heute noch? Ich finde das Spiel okay. Es ist mal schön, einen leicht anderen Ansatz zu haben, aber so richtig warm wurde ich dennoch damit nicht. Das Spiel ist jedoch auf jeden Fall eine solide Lizenzversoftung, mit der man nicht viel falsch machen kann. Hätte schlimmer kommen können. Das war der Test zu Tom & Jerry 2 für den Game Boy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Menschen, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.